anrauschen und sie übernehmen. Ich hab ne Idee. Es könnte gerade schön aussehen. Mit dem Sonnenlicht hier. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry New Dawn. Wie war... Achso, mit der rechten Maustaste. Okay, jetzt hängen wir gerade irgendwie an einem Sack oder was? Ich komme hier nicht weiter nach hinten. Ach, hier ist dieser Funkmast. Nee, hä? Warum darf ich nicht weiter weg? Darf ich nur in einem bestimmten Umkreis von uns? Sieht so aus. Gut, dann stellen wir uns mal neben Kamina. Warm zurückzubekommen ist so wichtig. Lassen uns die Sonne ins Gesicht strahlen. Nehmen die Hand runter. So. Sieht bestimmt viel besser aus. Der Schatten ist da blöd bei uns, da im Gesicht. Die Sonne müsste, wir müssten eigentlich in die andere Richtung gucken. Das wäre cool. Kamina, bitte umdrehen. Weißt du, ich glaube, Rush ist da was auf der Spur. New Eden war schon immer mysteriös. Nicht. Mal drüber nach. Wieso sind wir verstreut und kommen kaum klar? So. Schnell neben Kamina stellen und dann Fotomodus. Oh, das könnte gut werden. Hätte man auch eine Pause machen können und euch einfach diesen Screenshot präsentieren können, aber nö. Wir gucken viel zu weit nach unten. Moment. Jetzt verschwinden wir auch. Oh. Das hat auch was. Aber irgendwie so halb profilmäßig würde ich uns ganz gerne treffen, uns beide. Aber mit schönen Sonnenstrahlen. So vielleicht? Oder so? Wie sie guckt. So ist leider zu wenig Sonnenstrahl dabei. Moment. Es blendet aber auch leider ein wenig. Ach, das ist eine Spielerei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch mal so viel Zeit damit verbringe, hier rumzuspielen mit dem Fotomodus. Ist auf jeden Fall eine coole kleine Sache. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn wir einen Charakter hätten, der vorgezeichnet ist, nicht bloß so ein farbloses Ding, was nicht spricht. Ich gedenke da an Jason Brody oder AJ Gale oder auch Taka. Gott, so, jetzt aber los hier. 3 Minuten verbaselt. Ich werde noch mehr verbaseln, weil ich erstmal nach links fahren möchte. Die klopft immer noch da hinten. Sah sie doch. Bist alt und gerobbert. Ich wollte noch mal ein klein wenig links reinfahren. Oh, da ist ein Asker. Hier müsste ja auch die Hütte von Boomer sein. Ungefähr. Bis zu Hause. Was? Jetzt müsste auch sterben. Achso, ist ein Zivilist. Wo ist der Asker? Jetzt geht's rund, aber richtig. Da, wo die nächste Rauchwolke ist, da ist er. Heilige Scheiße. Da legt es aber jemand drauf an, umgefahren zu werden. Sieht's doch karger aus als gedacht, gehofft. Ja, ist ja nichts mehr da. Ein einzelner Baum ist hier noch. Guck mal, was ich tun kann. Aber nichts mit Äpfeln. Haben wir den da hinten schon? Nee. Das wäre einer nahe bei Nick. Gut, ich nutze eh keine Schnellreise. Nee, wir fahren erstmal nach Hause und setzen das ganze Ethanol um. 800 wollte ich ja, jetzt habe ich schon 1145 und zwischendurch werde ich bestimmt noch mindestens eine Vorratslieferung mitnehmen. Gut, wenn wir zu Nick fahren, können wir uns hier nochmal umschauen. Deswegen da, Moment, ist das der Apfel? Ja, das ist der Apfel. Kampfgrube? Wir hatten das jetzt gesagt. Ist das auf der Karte markiert? Kampfgrube. Oder hat das schon was mit da hinten zu tun? Der fault schon langsam, der Apfel. Schütze, Scheiße! Huch.
Von wo kommt denn das genau? Hier unten? Kampfgrube? Oh, jetzt lasse ich mich ja wieder ablenken. Ich kann ja keine Waffen auspacken, nur mal so nebenbei. Doch. Die finden uns schon nicht. Die Bienen. Hauptsache, das Auto wird jetzt nicht weggefangen. Oh, das war radikal. Na, aber lebt noch. Ach, sah wieder ein Arschgeil, der hält wieder besonders viel aus. Warum fährt denn der jetzt zu uns? Oh. Sie hat wieder einfach mal Dynamit reingeworfen, aber das war gut. Wenn wir schon nichts im Rauch sehen, dann schmeißen wir einfach mal Sprengkram rein. Und dann ist der abgedampft. Haben wir vielleicht Glück und er kommt um. Gelbe Kisten, aber nichts zum Plündern. Bewegt ihr euch etwa? Joseph Seed hat uns immer mit offenen Armen empfangen. Ich hoffe, daran hat sich nichts geändert. Das werden wir auch noch herausfinden, bin ich auch schon gespannt. Ob der immer noch so labert. Ja, es klingt viel weiter weg. Aber hier ist auch ein Unterschlupf. Nein, der Bienenstock ist weg. Die Kampfgrube ist noch weiter hinten. Jetzt bin ich aber auch interessiert, was das ist. Da, wo geballert wird? Wir nehmen unser Auto und fahren mal hin. Ich laufe da jetzt nicht hin. Das kommt von da hinten. Das interessiert mich jetzt auch. Hier im Auto gibt es wohl ein Funkgerät, deswegen hören wir das klarer. Das sind noch ganz normale Leute hier. Du denkst, du kannst ordentlich fahren? Messe dich mit den Besten. Komm rüber zur Kampfgrube. Ach, Kampfgrube, das könnte vielleicht die Arena sein, oder? Oh, boah, das ist so weit weg. Das hier. Der Fleischwolf. Was ist denn eine Kampfgrube? Ist das wirklich das hier? Ah, ein Raketenwerfer, Mann. Ah, sie hat wieder Dynamit geworfen. Schwätzt noch wer. Boah, Kamin hat sich wieder selbst gesprengt. Schnell, bevor das Feuer kommt. Mädchen, du musst auf dich aufpassen. Ah, Flammenwerfermann. Tank verloren. unser Auto. Ja. Toll, fahrbare Untersatz ist wieder weg. Oh Mann. Ich kann mir noch nicht Dynamit hinwerfen, hier ist nämlich noch ein Auto. Kampfgruppe, hallo? Gibt's hier wieder ein wildes Tier drin, Vielfraß? Hier liegt jemand, aber ich kann kein Licht anmachen. Ich weiß gar nicht wissen, wie der aussieht. Das wär's jetzt, wenn das Ethanol wäre. Ich würde mich wieder sowas von ablenken lassen. Ah, kaputt. Geisel, komm nochmal zurück. Das ist eigentlich eine gut befahrene Straße. Hier sind wieder so auffällig viele Autos. Hier ist doch bestimmt die Kampfgrube in der Nähe. Ja, die lassen uns noch in Ruhe. Das Auto hat leider nichts mehr zum Rollen. Ah, es ist hier die Brücke, als wir hier rüber sind und ja, die Leute darunter hingen. Das ist doch das Ding, ja. Ich habe ein super Angebot für euch in der Kampfgrube, Mädchen und Jungs. Kommt einfach her und ruckzuck klappt ihr euch schon. Bist du das? Hast du ein Mikrofon? Ich frage ihn mal, ob hier eine Nebenmission ist. Tiefkühltruhen, volle Kühlschränke. Sowas werde ich wohl nie wiedersehen. Wenn die Highwaymen uns nicht gerade verprügeln, spielen sie irgendwelche brutalen Spielchen. Das ist ja nicht schön. Du kannst ordentlich zuhören. Messe dich mit den Besten. Komm rüber zur Kampfgrube. Damit wir schön weit landen. Praktisch so ein Fallschirm. Wir brauchen eigentlich ein Auto. Oder
Oder beginnt da schon die Kampfgrube? Was steht denn da oben? Silver Lake Bridge. Nix Neues. Hier kommt man eh nicht mit dem Auto durch. Neuer Charakter. Iron Smalls. Ist doch der Schwätzer. Ich mach dir ein Angebot. Du hast aber einen breiten Unterkiefer. Auch ohne Bart bestimmt. Kamina, warum schiebst du ihn die Brücke runter? Das ist eine Aufnahme. Ja klar, er redet nicht die ganze Zeit so blöd. Daher. Aha. Was dein Kabel so dick wie Texas, das sehe ich gleich. Schätze, wir haben da ein paar Zwillinge gemeinsam, oder? Die haben sich mit mir zusammengetan, weißt du? Ich bin quasi ihre rechte Hand, sozusagen. Wir haben da so ein Ding am Laufen, weißt du? Wir schulden uns immer wieder gegenseitig was. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Sache ist die, dieses Mal schulde ich ihnen was. Oh oh, und ich bin in einer finanziellen Notlage. Ich brauche nur ein sicheres Ding und zack, hey, Problem gelöst. Hier die Kurzfassung. In dieser Arena gibt es ein paar Kämpfer und ich brauche jemanden, der die locker in die Tasche steckt. Aber zuerst muss ich wissen, was du drauf hast, dass du ordentlich austeilen kannst, verstehst du? Also, hau auf die Maschine, um deine Kräfte zu messen. Ich habe sie schon mal kaputt gekriegt. Mal gucken, ob du wenigstens halb so stark bist. Wir brauchen Kamin in der Kampfgrube. Wo ist die Haut drauf, Lukas Maschine? Edna tun sehr geheimnisvoll in letzter Zeit. Das muss ja glatt gehen. Scheiße, ja, was für ein Hammer. Mit dir sollte ich mich nicht anlegen, was? Die Muskelkraft wirst du noch brauchen. Leg die Waffen weg. Da, wo wir hingehen, kannst du sie nicht benutzen. Und folge mir. Darunter? Lagere deine Waffen. Da? Komm schon, es ist nicht weh, das ist eine Falle. Kamina, du kommst mit, oder? Bist du noch da? Eine kleine Siegeserie und habe 17 Kerle nacheinander ausgenockt. 17 nacheinander. Ich musste aufhören. Ich war zu tödlich. Den letzten habe ich so hart geboxt, der hat sein Gehirn rausgefurzt. Ernsthaft, Mann. Gehirn raus. Also, da habe ich einen Gang runtergeschaltet. Ich habe nur gedacht, ich habe eine Gabe, aber ich kann sie nicht kontrollieren. Der Tunnel sieht gerade schön aus. Okay, da Leuchtfarbe. Geh da rein. Meine Partnerin wird dich vorbereiten. Sei höflich. Guck ihr nicht in die Augen. Wenn du fertig bist, mach ich dir die Tür auf und treffe dich beim Waffenversteck. Schnapp sie dir, Toga. Tiger. Da, jetzt sind wir auch eingesperrt. Wir gehen freiwillig hier rein. Bestimmt da hoch. Weil hier ist. Na, ist mir zu dunkel. Wir haben keine Waffen, ne? Das muss uns klar sein. Wir sind vollkommen ausgeliefert. Du, ja, ich bin wegen dir hier. Ich weiß, wie der Hase hier läuft. Irwin schickt dich, hm? Komm mit. Moment, erstmal umgucken. Hier wird gekackt. Gehörner werden hier rausgefotzt. Wir können gerade nicht rennen. Bescheid sagen. Das ist alles sehen. Mein Mächtiger-Jung. Ich liebe das Geräusch, wenn die Zähne schwimmen. Dann nimmt mir immer direkt auf die Fresse. Bin ja mal gespannt, was das wird. Highwayman. Warum? Hey, das ist mein Gesicht. Das sind Hunde zu hören. Lollipop!
Wenigstens einer, der uns, an uns glaubt. Was ist das denn? Ah, die Hunde können weg, meiner Meinung nach. Wie die angemalt sind. So, hier geht's los. Aber ganz schön verschachtelt. Also immer in die Mitte unten. Oh nee, wirklich Hunde. Unsere Medkits haben wir behalten. Dürfen wir nicht auswählen, okay, alles klar. Findet man hier vielleicht auch Waffen? Guck ich gleich mal. Das ist echt unfair, der hat doch eine Waffe dabei. Wo ist unsere Schere? Da liegt aber auch nichts rum. Wir schnappen uns einfach das Auto und rammen das in ihn rein. Wenn man jetzt noch irgendwie ausweichen könnte, so wie bei Dying Light mit nach hinten, nach links, nach rechts. Gib mir deine Waffe. Geil. Gefällt mir aber jetzt schon irgendwie. Mal gucken, was noch für Gegner kommen. Oh, zwei auf einmal. Oh, und noch ein Kakunz. Scheiße, mindestens ein zweiter noch. Ach, du Kacke. Hauptsache, es schießt keiner. Das wäre richtig fies. Ja, die Hunde nerven mich jetzt schon. Ach so, liegt so vielleicht noch die? Oh. Aber die Hunde sind schlimmer als die Menschen, meine ich. Die Augen. Erstmal die Hunde. Na, du Blödmann, lass das. Okay, erstmal regenerieren ohne Medkit. Einschlagen, wir sind weg, deswegen. Gibt's ja Autoheilung? Ja. Wir rennen nicht weg, wir vertreten uns nur die Beine. Ihr schon rumschnauft. Aber wir scheinen schnell zu sein. Oder gleich schnell. Ah, daneben. Mist. Das war ein Überraschungseffekt. Nein! Waffe kaputt. Wo lag hier wer? Das sind die despawned. Na toll. Kommt bestimmt noch gepanzert an. Oh, ein Medkit wurde reingeworfen. Ist ja nett. Kann da bloß nicht so genau hinzielen. Lieber Metall als Holz. War da einer? Krieg mal hin. Okay. Oh, waren das die Nüsse? Au! Ich weiß, hier liegt noch ein Medkit, aber ich denke nicht, dass das despawnt, weil das reingeworfen wurde. Wobei, die wurden ja auch reingeworfen, aber ich muss es ja nicht verschwenden. Wenn es auch so geht gegen einen Einzelnen. Wie gesagt, ich bin nicht feige und hau ab, ich vertrete bloß die Beine. Ha! Oh, Brille kaputt. Der ist noch etwas benommen. Das Ding ist eintauschen. Immerhin noch ganz, weil das jetzt schon abgenutzt.
will es eintauschen, weil es doch schon angekratzt. Was? Ich habe jetzt... Vorsicht, der Ballon wird gleich platzen. Habe ich richtig verstanden, okay. Komm, rennt rein. Muss man erst dagegen latschen nochmal oder wann geht das hoch? Oh, Wildschweine auch noch. Nee, normales Schweinchen, cool. Das ist eh in der Unterzahl, dann lassen wir es mal leben. Aua. Wenn ich mich jetzt heile, geht das doch... Uah. Ich heile mich. Zum Glück geht das noch im Laufen. Au. Nein, Waffe kaputt. Die habe ich jetzt nicht aufgenommen, ne? Mist, Vorteilspunkt, hallo? Au, 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 au. Oh, das Wildschwein ist mir zu wild. Ah, das Fass ist auch noch da. Oh, oh, oh. Ah. Autsch, lass das doch. Oh oh. Oh oh. Hab ich gleich nur noch einen Medkit, wenn ich das hier drauf ankommen lasse. Okay, okay, okay. Scheiße. Ist nicht schnell weggekommen. Hat bestimmt zwischengespeichert, oder? Wir müssen nicht nochmal alles machen. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine kleine Pause und sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.